get up, stand up, get up, stand up, stand up, get up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Herzlich willkommen bei Steuer XL, Ihrem Gute-Laune-Kanal auf YouTube. Ja, die neue Folge von Position ist die Tage rausgekommen und da man es dort wie eh und je für nötig hält, die Sendung Position mit 5 Leuten zu machen, die alle die gleiche Position haben, führt kein Weg daran vorbei, die Gegenstimme eben auszulagern und zumindest hier dann noch ein paar Worte dazu zu sagen. Auch spannend ist schon der Titel am Rande bemerkt, der Herr Jepsen lehnt es ja immer gerne ab, dass man ihn als Sozialisten bezeichnet oder ähnliches, was ja heutzutage die modernen Sozialisten irgendwie alle gern tun. Das mag wohl an der negativen Behaftung liegen, dass man sich da berufen fühlt, einfach ein neues Wort zu erfinden oder die Sache einfach anders zu nennen. Wenn man sich hier mal die Titel der vorangegangenen Positionen-Sendungen, ich kriege das Wort immer kaum über die Lippen, nachdem da immer 5 Stühle eine Meinung stattfindet, aber gut, so heißt sie nun mal. Wenn man sich die Titel dieser vorangegangenen Folgen anschaut, dann sollte der etwas informierte Mensch schon wissen, worum es geht. Die klassischen sozialistischen Punkte, Marx vom Feinsten, Namen wie Demokratie oder Markt, Kooperation oder Konkurrenz, Geld regiert die Welt und der böse Zins und Ethik oder Etat, die bösen Börsenwerte. Also ja, wenn man solche Titel hat und meint, man wäre nicht sozialistisch, dann weiß ich jetzt auch nicht so recht. Ich finde, man sollte wenigstens dazu stehen. Aber gut, jedem das seine. Worum ging es in der Sendung? Es ging um Zins. Ich mache das Video wie immer in meiner altbewährten Quick and Dirty Form. Ich kann jetzt natürlich nicht 4 Stunden besprechen, kann auch nicht auf alles einzeln eingehen und ich habe mir als auch nichts vorbereitet, wie immer mal eben aus der Hüfte dieses Video. Deshalb will ich nur einige Sachen ansprechen, um euch zumindest mal zum Nachdenken anzuregen, beziehungsweise eine andere Position, die leider in der Sendung gefehlt hat, nahezubringen. Euch steht es natürlich offen, nach dieser Sendung selbst noch ein bisschen zu recherchieren. Zu all dem gibt es bereits sehr viele Videos. Ich möchte hier Videos zum Beispiel empfehlen von Charles Krüger, könnt ihr mal googeln, gebt ihr in der Google-Suche einfach ein Charles Krüger, Ken FM, dann müsstet ihr auf ein interessantes Video stoßen. Ich möchte jetzt mal kurz darauf eingehen, was in der Sendung so über den Zins gesagt wurde und was nicht. Als erstes ging es mal damit los, dass wir eben viel durcheinander geworfen haben. Wild durcheinander geworfen. Das geht schon mal bei der Geldschöpfung los. Wir haben Geldschöpfung und Zins in dieser Sendung behandelt, als wäre es eine Sache. Es ist nicht eine Sache. Es sind 2 vollkommen verschiedene Dinge, die richtigerweise in unserem jetzigen System zusammenwirken. Soweit ist das schon richtig. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es zusammengehört. Also man kann Geldschöpfung ohne Zins haben und man kann Zins ohne Geldschöpfung haben. Wieso wir dann in dieser Sendung so tun, und das tut man nicht nur in dieser Sendung, sondern auch sonst in allen Vorträgen, ob das nun von Hörmann, Pop, Jepsen oder sonst wem ist, oder wo auch immer man die Zinskritik hört, wird genau dies getan, dass man nur vom Ist-System ausgeht und wild die Geldschöpfung mit dem Zins zusammenwirft, was, wie gesagt, überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Nur weil es hier im Ist-System eine Wechselwirkung gibt. Ja, ich weiß nicht, warum wir darüber sprechen müssen. Oder man kann das natürlich anmerken, aber das hat ja nichts mit dem Zins grundsätzlich zu tun und darum soll es ja gehen. Wenn man sagt, der Zins ist böse, dann muss man ja erklären, warum der Zins böse ist und nicht, warum er zinsböse ist in Wechselwirkung mit einer Geldschöpfung. Kann man ja sagen, wir müssen die Geldschöpfung wegmachen. Da wären jetzt die Freiheitlichen wieder dabei. Aber dann bleibt von der Zinskritik relativ wenig übrig. Hier wird also schon mal nicht getrennt, obwohl dies zwangsläufig nötig wäre. Alle Freiheitlichen, Voluntaristen sehen die Probleme beim Thema Geldschöpfung sehr ähnlich. Selbstverständlich ist es nicht richtig, dass jemand Geld schöpft. Allerdings ist der Lösungsansatz von Herrn Jepsen oder auch Professor Hörmann oder wem auch sonst immer geradezu absurd. Sie erkennen das Problem der Geldschöpfung und anstatt es zu lösen, also die Geldschöpfung abzuschaffen, wollen sie sie nur in vermeintlich andere Hände geben, weil sie der Meinung sind, sie wäre nicht in staatlicher Hand und das wäre das einzige Problem. Hierzu wäre zu sagen, dass wir genau die Sache vor 200 Jahren schon mal hatten, dass die private Zentralbank nur deshalb erfunden wurde, weil die Geldschöpfung vorher beim Staat war und weil dieser
die Geldschöpfung missbraucht hat. Wir würden jetzt also, wenn wir das umgekehrt machen, genau das gleiche rückwärts machen. Das wäre keine neue Erfindung, sondern das gab's schon mal und hat auch da nicht geklappt. Und wenn man schon erkennt, dass Geldschöpfung ein Problem ist, wieso in Gottes Namen kommt man auf die Idee, sie jemand anderem geben zu wollen? Das ist doch absurd. Die viel logischere Konsequenz wäre doch zu sagen, Geldschöpfung ist schlecht, das machen wir in Zukunft gar nicht mehr. Punkt, Ende, aus. Ganz davon abgesehen, dass die Geldschöpfung natürlich nicht in privater Hand ist. Sie ist staatlich. Der Einzige, der die Macht hat, jemandem die Geldschöpfung zu geben, ist der Staat. Du kannst kein Geld schöpfen, ich kann kein Geld schöpfen, wir können uns auch kein Geldsystem ausdenken. Das wäre privat, das wäre frei, wenn es jeder könnte. Es kann aber nicht jeder, sondern nur der eine, dem der Staat die Möglichkeit dazu gegeben hat. Und das ist eben nicht Kapitalismus, sondern das ist Kooperatismus bzw. im sozialistischen System angelehnt. Die Trabi-Firma kann auch dem Herrn Trabi gehören, wenn der Staat die Hand drauf hat. Das ist absolut blöd, von privat zu reden, wenn es unter staatlicher Reglementierung stattfindet. Frei, der freie Markt ist es immer nur dann, wenn es jedem offen steht. Nur dann wäre es frei. Und wäre es das, dann gäbe es schon längst keine Zentralbank mehr. Es weiß ja jeder, dass alle über den Euro und den Dollar und sonst was schimpfen. Hätten die Leute jetzt also eine Möglichkeit auf eine andere Währung, die zum Beispiel der Herr Jepsen oder der Herr Hörmann oder ich oder sonst wer herausgegeben hätte, umzusteigen? Oder hätte damals jemand gesagt, wir machen die D-Mark einfach privat weiter. Ihr könnt euren Euro machen, wir behalten die Prinzipien wie bislang, wir machen einfach die D-Mark privat weiter. Da wäre doch kein Mensch im Euro, wenn es die Möglichkeit gäbe. Aber es gibt eben die Möglichkeit nicht. Es gibt eben keinen freien Markt, keinen freien Wettbewerb, sondern einen Zwang. Und dieser ist staatlich, nicht privat. Eine private Firma hat sie noch nie zu irgendwas gezwungen. Weder Nike, noch Apple, noch Aldi, noch sonst wer hat sie je gezwungen, Kunde von ihnen zu werden. Das tut immer nur der Staat. Und statt dies zu verurteilen und zu gucken, dass dies weniger wird, will diese heitere Runde bei Position dies sogar noch ausbauen. Dann redet man von unendlichem Wachstum, das nötig wäre. Auch das wieder ein absoluter Mythos. Wäre dem so, wären ja alle Reiche, die wir heute haben, die reichsten Leute der Welt, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten, super, super, super mega reich, tausendmal reicher als ein Zuckerberg oder ein Bill Gates, weil sie eben schon vor 2000 Jahren reich waren. Nach dieser Logik müssten die ja alle 100.000 mal reicher sein als die neuen Reichen. Sind sie aber nicht, sondern quasi alle Reichen, die reichsten Leute, die wir heute auf der Welt haben, ob jetzt die Gebrüder Albrecht von Aldi, ob Ikea, Kamprad, ob Quant, ob Buffett, ob Apple Steve Jobs, Microsoft Bill Gates, Mark Zuckerberg, Page von Google oder was auch immer. Die reichsten Leute der Welt, können Sie in sämtlichen Listen nachgucken, sind quasi alles Leute, die in ihrer Lebzeit ihr Geld verdient haben. Es gibt fast gar keine Reichen, die seit Hunderten von Jahren reich sind. Und die müssten nicht nur reich sein, die müssten sogar noch viel reicher sein, wenn dieser Vermehrungseffekt stimmen würde. Das wäre ja nicht mehr aufzuholen. Das ist ja immer die Logik, die die anbringen. Wenn einer mal reich ist, wird er nie wieder arm und wird immer reicher. Dann müssten die Leute, die vor 2000 Jahren oder 1000 Jahren reich waren, uneinholbar vorne liegen. Tun sie aber nicht. Wo sind denn die Fugger? Wo sind die Hanse? Wo sind die Medici? Die spielen heute absolut keine Rolle mehr. Und woher kommt das? Sie haben es auch selber in der Sendung angesprochen, weil irgendeiner dumme Entscheidungen trifft. Und dann ist eben das Geld weg. Es gibt ja den alten Spruch, die erste Generation schafft's, die zweite erhält's, die dritte verjubelt's. Früher oder später kommt ein Nachfahre, der stellt sich eben dumm an und verpulvert das Geld. Und dann ist es weg. Oder zumindest zu großen Teilen weg. Wir kennen das auch aus dem alten Sprichwort bzw. den geflügelten Worten des verarmten Adels. Warum gibt's den? Eben genau aus dem Grund, weil es kein Selbstläufer ist. Was der Großpapa aufgebaut hat, wird dann von einem blöden Nachkommen, der eben ungeschickte Geschäftsentscheidungen trifft, verjubelt und verprasst und gelangt so wieder in den Kreislauf. Von daher ist dieses Argument schon mal widerlegt. Das greift auch übrigens in dieses unendliche Wachstum, das vermeintlich nötig wäre. Das ist auch nicht richtig. Den Wachstumszwang, den wir heute haben, der kommt nicht durch den Zins, sondern auch der kommt wieder durch die Geldschöpfung. Weil ganz, ganz viel Geld gedruckt wird, wir kennen das von der Inflation, sowohl die reale als auch die, die man uns vorgibt. Die reale ist ja laut allen Fachmännern
noch deutlich höher als die, die uns vorgegaukelt wird. Und diese Inflation, dieses Gelddrucken, diese Geldschöpfung, diese verlangt eben Wachstum, um dieses Geldschöpfen auszugleichen. Der Zins, der bedarf keiner Geldschöpfung. Erstens gibt es die gute alte Deflation, dass man für sein Geld dann mehr bekommt. Und zweitens gibt es den Effekt, den ich eben gerade beschrieben habe, dass eben nicht jedes Investment sich lohnt, sondern dass Geschäfte auch nach hinten losgehen und Geld vernichtet wird, in Anführungszeichen. Es wechselt natürlich nur den Besitzer, aber es wird eben vernichtet im Sinne von nicht jeder, der Geld verleiht, gewinnt daran. Das ist ja eben genau der Steuerungseffekt des Zinses, dass man eben nicht in jeden Mist Geld reinsteckt, sondern genau abwägt, wo lohnt sich's und wo lohnt sich's nicht. Wäre es so, dass man sich Geld kostenlos ausleihen könnte, dann würden ja lauter dämliche Sachen unterstützt. Dann würde Tante Rita ein Restaurant aufmachen, weil sie ja schon immer von einem Restaurant geträumt hat, aber eben gar nicht die Möglichkeiten hat, beziehungsweise das Know-how, das Können und alles. Und das Ding wird ein Flop und der Zins schützt genau davor. Wenn es Zinsen gibt, wenn Geldausleihen teuer ist, dann gibt ihr natürlich niemand Geld für so einen Quatsch, sondern man gibt ihr nur Geld, wenn ein anderer dran glaubt, dass das was wird, wenn der sich einen Gewinn davon verspricht und so weiter, dann unterstützt man dies. Wenn es aber eine Quark-Idee ist, dann wird sie eben nicht unterstützt. Und das ist auch richtig so. Auch wird angeprangert, dass sich immer alle Kredite nehmen müssten. Das ist doch Blödsinn. Auch das wieder im Ist-System. Ja, im Ist-System durch Steuern und Geldschöpfung und so weiter zahlen sie auch Zinsen, wenn sie gar keinen Kredit haben. Das ist richtig. Das ist anzuprangern, ist aber ein Problem von, wie eben angesprochen, Steuern und Geldschöpfung, aber nicht von Zins. Und als Überbegriff sogar Zwang, weil nur durch den Zwang, den wir ja so sehr verurteilen, ist das ja überhaupt möglich, dass sie Zinsen bezahlen, die sie nicht bezahlen wollen, beziehungsweise für Kredite, die sie nie aufgenommen haben. Hätten wir weder Steuern noch Geldschöpfung oder würden ein System auf die Beine stellen, das keine Steuern und keine Geldschöpfung hat, dann zahlen sie auch keine Zinsen, wenn sie keinen Kredit haben. So einfach ist das. In einem solchen System nehmen sie einfach keinen Kredit auf, wenn sie keinen haben wollen. Ganz einfache Geschichte. Und hier sei auch am Rande bemerkt, sich Geld auszuleihen ist nicht normal. Der normale Weg ist ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht fünf oder gar zehn Jahre zu arbeiten und sich etwas zu erarbeiten, bevor man etwas tut. Zum Beispiel ein Restaurant eröffnen. Der normale Weg ist nicht, ich habe heute eine fixe Idee und mach morgen ein Restaurant auf. Mit der Arbeit von anderen Leuten, weil genau das ist es ja. Das Restaurant fällt ja nicht vom Himmel, das muss gebaut werden. Die Stühle und Tische müssen getischlert werden, das Besteck muss hergestellt werden. Der Stahl für die Küche muss gefördert werden, die Küche muss gemacht werden. Tausende von Dingen sind da nötig. Und das muss man sich erarbeiten, wenn man es nicht selber macht, muss man es mit dem Lohn bezahlen, den man vorher verdient hat. Und nicht mit der fixen Idee, ich mach das morgen mal und irgendwelche Zehntausende von virtuellen Leuten, die ich gar nicht kenne, finanzieren mir mit ihrer Arbeit diesen Spaß, schürfen mir Erz, machen mir Küchen, machen mir Stühle, bauen mir ein Haus und so weiter, weil ich gestern eine fixe Idee hatte, ein Restaurant aufzumachen. Das ist nicht der normale Weg. Der normale Weg ist, dass man es sich erarbeitet. Nicht, dass man sich eben mal kurz Geld ausleiht. Und schon gar nicht für umsonst. Zins sei nicht natürlich. Dann möchte ich hier noch ein Beispiel machen, wo sie ganz natürlichen Zins haben. Wenn Herr Müller sich ein Haus baut, vor 500 Jahren sagen wir jetzt mal, in einer virtuellen Gesellschaft, wo es weder Geld noch Geldschöpfung noch sonst irgendwas gibt. Es gibt nur klassischen Tauschhandel und Herr Müller baut sich da ein schönes Haus, 2, 3, 5 Jahre im Schweiße seines Angesichts, macht alles selber, wie das eben früher so war, baut sich sein Bauernhaus oder seine Holzhütte oder was auch immer. Dann ist er nach 2, 3, 5 Jahren fertig. Frau Meier hingegen ist erst 18 Jahre alt, ist gerade so aus dem Elternhaus raus, hat bislang noch nichts gemacht und braucht jetzt eine Wohnung. Sie steht jetzt vor der Entscheidung, baue ich mir selbst wie Herr Müller 5 Jahre ein Haus oder ziehe ich in ein Haus, das schon ein anderer gebaut hat? Und selbstverständlich würde sich kein Mensch die Mühe machen, ein Haus zu bauen, wenn man einfach umsonst in Häuser einziehen kann, die andere aufwendig 5 Jahre lang gebaut haben. Deshalb gibt es etwas, das nennt sich auch Mietzins. Es reicht nicht nur, das Haus in 5 Jahren zurückzugeben, sondern es ist nötig, für die Zeit, in der man drin wohnt, eine Entschädigung zu zahlen, einen Mietzins. Und warum ist das nötig? Weil man sich eben die Vorarbeit
der 5 Jahre Bau gespart hat. Und das ist die logische Gegenleistung hierfür. Und jedem steht es frei, sich auszusuchen, will er dies tun oder sich selbst ein Haus bauen. Erstmal 5 Jahre, dann wohnt er da mietfrei. Aber aus beiden Ecken die Rosinen rauspicken, sprich, ich will einerseits nichts bauen und andererseits nichts zahlen, das geht nicht, das ist kindisch, das ist naiv und weltfremd. Und auch hier sehen wir wieder, Herr Müller, der das Haus gebaut hat, der bekommt danach in sozialistischen Kreisen, nennt man es gerne, leistungsloses Einkommen. Ja, ist richtig, der Herr Müller bekommt jetzt Geld jeden Monat von Frau Meier, obwohl er nichts tut. Aber er tut nur auf den ersten Blick nichts. Auf einen realistischen Blick hingesehen tut er nicht nichts, sondern Frau Meier bezahlt ihn für die Arbeit, die er in der Vergangenheit getan hat. Und genau das ist Geld, zumindest gutes Geld, nämlich konservierte Arbeit. Und das ist es auch heute, zugegeben nicht überall, also das geschöpfte Geld ist keine konservierte Arbeit und das kritisieren wir ja auch. Aber wenn Sie und ich und du und wir alle arbeiten gehen, was ja 99,99% von uns tun, ist dies konservierte Arbeit. Und wenn ich davon was zusammenspare, was eigentlich fast alle tun, bis auf eine Handvoll Ausnahmen, und ich leide es dann nachher aus, so wie eben Herr Müller sein Haus, dann kriege ich nicht leistungslos Geld, sondern dann kriege ich Geld, weil ich meine Arbeit aus der Vergangenheit jemand anderem ausleihe. Und dieser davon profitiert, dass er sich diese vorangegangene Arbeit spart. Dass er zum Beispiel, wenn er ein Restaurant aufmachen will, nicht 10 Jahre erst gearbeitet hat, um dann ein Restaurant aufzumachen, sondern direkt an dem Tag, wo er die Idee hatte, loslegen kann. Das ist ein Riesenvorteil für ihn. Er kann jetzt 10 Jahre länger Restaurant machen, früher Restaurant machen, mehr Geld verdienen. Und jetzt ist an ihm die Entscheidung, was ist mir mehr wert, wo gewinne ich mehr, was ist profitabler für mich, was sehe ich als bessere Entscheidung, selbst das Geld, klassisch wie es eigentlich sein sollte, zu verdienen 10 Jahre lang und dann ein Restaurant aufzumachen oder mir das Geld von Herrn Müller auszuleihen und morgen ein Restaurant aufmachen und dafür aber dann eine entsprechende Ausleihgebühr zu zahlen. Ist der Gewinn, den ich in den 10 Jahren machen werde, ist der Vorteil, den ich davon haben werde, höher als der Nachteil? Und genau das ist der Steuerungsmechanismus des Zins, dass die Leute sich solche Sachen gut überlegen, damit sie sich genauso gut überlegen, wie hätten sie 10 Jahre gearbeitet und hätten sie jetzt viel Geld und vor der Entscheidung stehen, stecke ich das alles in ein Restaurant, die Arbeit meiner letzten 10 Jahre und riskiere, dass ich alles verliere, oder habe ich Angst davor, dass das Restaurant nachher doch ein Flop wird und dann mein ganzes Geld weg ist. Und genau dieses Abwägen ist nicht nur natürlich, sondern schützt eben auch ein Stück weit vor dummen Entscheidungen. Ist ein nötiger Marktmechanismus. Man könnte es auch anders sagen. Wir kennen diesen Mechanismus auch aus dem normalen Leben. Das ist die Belohnung und die Bestrafung für gute und richtige Entscheidungen bei Erwachsenen. Ein Kind darf nicht entscheiden, wann es ins Bett geht und darf auch keine 20 Schokoladen am Abend essen. Da wird dies vom Papa sozusagen abgenommen. Ein Erwachsener darf diese Entscheidung machen. Auch wenn es dumm ist, 50 Schokoladen vor dem Zubettgehen zu essen, kann er dies tun, aber er muss eben mit den Konsequenzen leben. Und ein Erwachsener, der das weiß, der wird sich eben davor hüten, dies zu tun, eben weil es negative Konsequenzen hat. Jetzt aber zu sagen, ich will 50 Schokoladen essen und kein Bauchweh haben, ist realitätsfern. Und das ist sehr vergleichbar mit dem Steuerungsmechanismus von Zins eben. Mache ich dumme Investments, ist das Geld weg und es tut weh. Mache ich gute Investments, verdiene ich was. Und so ist das auch richtig. Daher abschließend, Probleme in weiten Teilen richtig erkannt, Lösungsansätze vollkommen falsch, Sachen miteinander vermischt, die nicht zu vermischen sind, wie Zins und Geldschöpfung. Das sind einzelne Punkte für sich und gehören nicht zwangsläufig zusammen. Und natürlich ganz schlecht, keine Gäste mit anderen, wie es so schön heißt und Thema der Sendung ist, Positionen eingeladen. Einseitig, einseitig, einseitig. Ich hoffe, ich konnte jetzt hier in der Quick and Dirty Version mit einigen Sachen aufräumen, beziehungsweise auch nur zum Denken anregen. Mehr soll das ja gar nicht tun. Im Gegensatz zu anderen Richtungen, Augenzwinker, wollen wir ja niemanden von unserer Idee überzeugen. Wir wollen ja jeden so machen lassen, wie er will. Auch den Herrn Jepsen und den Herrn Hörmann. Was wir wollen, ist in Ruhe gelassen zu werden. Nicht zum Mitmachen gezwungen werden. Das ist schon alles. Und das ist auch der grundlegende Unterschied vom voluntaristischen System zu jedem anderen System, zumindest zu jedem anderen System, das mir bekannt ist, dass wir keinen Mitmachzwang haben.
und quasi jedes andere System auf einem Mitmachzwang und auch meistens zahlreichen anderen Zwängen beruht. Macht das gerne, aber macht's bitte alleine bzw. mit Freiwilligen. Und dem Zuschauer und dem Zuhörer möchte ich auch ans Herz legen, informiert euch umfangreicher. Auch wenn ihr der Meinung seid und bleibt, die Jungs dort haben recht, könnt ihr wie gesagt gerne sein. Um Himmels Willen, seid so clever und informiert euch umfangreich. Hört euch auch die andere Seite an. Ich habe vorher schon ein paar Videos empfohlen, beziehungsweise Leute, die man sich mal anhören sollte. Arbeitet euch in andere Denkmodelle ein. Arbeitet euch sehr tief darin ein, was andere für Ansätze haben. Das ist die Grundlage, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Jedenfalls eine vernünftige. Leider hält Herr Jepsen ja nicht allzu viel von Positionen. Wir kennen uns ja persönlich, wir haben ja mal eine Sendung gemacht. Und uns auch so schon hier und da mal unterhalten. Vielleicht erinnerst du dich, lieber Ken. Ich habe ihm eine kontroverse Debatte dazu angeboten. Wollte er nicht. Eine kontroverse Debatte mit Janik wollte er auch nicht. Hier noch eine Liste mit 10, 20 weiteren Optionen. Du musst weder mit mir, du musst weder mit sonst wem. Aber such dir doch mal von der Liste ein, zwei aus und dann mach mal eine vernünftige Positionssendung, wo du meinetwegen zwei Leute wie den Hörmann und meinetwegen dich hinsetzt. Und dann noch zwei Personen von dieser Liste. Und liefer deinen Zuschauern ein wirklich umfangreiches Bild mit wirklich ausgewogenen Positionen. Eine Sendung, die den Namen Positionen verdient. Ich find's eigentlich schade, dass du nicht persönlich von dir aus ein gesteigertes Interesse an sowas hast. Und mich wundert's auch, dass du deine Sendung sogar so nennst und ein Interesse daran vorgibst zu haben, unterschiedliche Positionen zu haben. Und dann genau das Gegenteil davon machst. Ich versteh's nicht. Absolut unlogisch für mich. Finde ich sehr, sehr schade. Da habe ich mir von dir mehr erwartet bzw. mehr erhofft. In diesem Kanal hier finden Sie noch weitere Informationen. SteuerXL einfach mal durchgucken. Gibt's einige Videos. Und ansonsten mal bei Charles Krüger reingucken. Besonders zu empfehlen auch Carlos Gebauer, Professor Thorsten Poleit oder Roland Bader. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, für Ihr Interesse und dafür, dass Sie zumindest den ersten Schritt getan haben und sich mal ansatzweise mit der Gegenseite beschäftigt haben. Ich mache mir nicht die Illusion, Sie hiermit überzeugt zu haben, ist auch gar nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist, dass Sie sich umfangreich, vollumfänglich informieren und ganz vielleicht ein Gespür dafür entwickeln, wie wichtig es ist, sich gegen Zwänge auszusprechen, gegen Mitmachzwänge. Für ein freies, komplett freies System, bei welchem Sie niemals gezwungen werden, bei irgendetwas mitzumachen, sondern das Angebot des Systems immer so gut sein muss, dass Sie es gerne freiwillig mitmachen. Ein System, das diese Freiwilligkeit nicht bieten kann, kann nicht gut sein. Zwang ist Gewalt und Gewalt ist niemals gut. Gute Dinge kommen ohne Zwang aus. Bei guten Dingen wollen Sie freiwillig teilhaben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.